Outlaws Corner ist eine fiktive Kleinstadt. Hier geben sich Arizona, Colorado, New Mexico und Utah die Hand. Es dominiert der Güterverkehr. Lange gemischte Züge bestimmen das Bild. Sogar der Straßenverkehr wird auf der über 8 Meter langen Anlage dargestellt. Auch wenn er nicht immer störungsfrei rollt. Mit Tamiya XF55 werden die Flächen zwischen den Kesselringen aufgehellt. Für einen noch stärkeren Hell-Dunkel-Effekt wird das Washing Dark Wash mit einem Pinsel auf den Kesselringen aufgetragen. Anschließend werden Bremsbacken und Federpakete mit einem hellen Rostton versehen. Beim Blick auf diese Welt im Maßstab 1:87 wird man um 4 bis 5 Jahrzehnte zurückversetzt. In die Epoche 3-4 der Reichsbahn der DDR. Da kann man sich nicht nur als Anlagenbauer ein Beispiel nehmen. Auch der Gleisbau ist akkurat ausgeführt. Auffallend ist, dass der Kessel der Baureihe 42 fast schon nackt daherkommt. Vergleicht man ihn beispielsweise mit den Einheitsdampflokomotiven. Ebenso auffällig, dass der Sand- und Dampfdom verkleidet sind. Der Tender selbst ist eine Neuentwicklung und er besteht erstmals aus Metall. Die Spitzenlichter sind nicht freistehend, wie es bei vielen Dampflokomotiven üblich war, sondern in den Zylindern verbaut. Die meisten Züge stammen aus dem riesigen Sortiment von LGB. Dort finden sich viele Fahrzeuge, die ideal zu den gewählten Themen passen. Klar, eine 4K ist natürlich auch mit von der Partie. Beim Vorbild ist das Landwasserviadukt stolze 65 Meter hoch und 136 Meter lang. Kein Wunder, dass dieses Wahrzeichen der Rätischen Bahn auch zum Blickfang der Eisenbahnwelten im Kurort Rathen wurde. Mit einem einfachen Spachtel fülle ich mir jetzt erstmal die Spachtelmasse ein, verteile das ein bisschen, bevor ich es abziehe. Bevor die gespachtelte Fläche komplett abtrocknet, graviere ich mir noch kleine Schadstellen rein, dass man ein altes darunterliegendes Kopfsteinpflaster erkennen kann. Die vorgespachtelten Felsstrukturen sind soweit schon ganz brauchbar, aber man muss jetzt noch hier diese unförmigen kleinen Spitzen einfach mit dem Stechbeitel abstoßen und dann erhält man schon recht brauchbare Felsstrukturen. Wir sind unterwegs in den 60er, 70er Jahren, als es auch bei der polnischen Staatsbahn noch dampfte und sich Loks wie die OL-49 vor Reisezüge setzten. Der Alltag ist mit allen Facetten auf der Anlage eingefangen worden. Mit wenigen Figuren und sparsamer Ausgestaltung wirkt diese Szenerie fast schon wie die Wirklichkeit. Gewaltig sieht er aus, der Verladeturm, bei dem die Wagen immer paarweise gefüllt werden können. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.